Hallo, mein Name ist Yanar Sayar. In diesem Lernvideo wir werden Gusswerkzeugebefehle sehen. Ich habe hier ganz einfache Kunststoffteile konstruiert. Und zwar gucken wir jetzt, wie das gemacht ist. Einfach Volumenkörper von einem Rechteck. Und zwar 100 mal 80. Hier, wir müssen aufpassen wegen der Draft. Formschräge ein und aus. Da habe ich 6 mm, 6 Grad außen Formschräge gegeben und Schnittlinie ausgetragen. Hier habe ich ein Rechteck 30 mm und 15 mm habe ich runtergeschnitten. Dann habe ich hier Verrundung mit 3 mm. Und ich habe hier unten genau in der Mitte 30 mal 20, 30 mal 20 ein Rechteck mit 10 mm geschnitten und Verrundung, Wandung, 2 mm Materialdicke. Und hier in der Mitte nochmal von unten ein Loch mit 6 mm. Das ist unsere Verschlussoberfläche oder Verschlussloch. Jetzt fange ich an mit Gusswerkzeugen. Erstmal, ich muss Formschräganalyse machen, weil ich möchte ja das produzieren. Ich möchte wissen, die Teil von der Werkzeugloch herauskommt oder irgendwo hängt. Schalte ich Formschräganalyse, Analysenparameter, klicke ich einfach hier Fläche. Wir haben hier drei Farben, und zwar grün ist der von der oberen Werkzeug, also plus, hier steht auch negative Formschläge und positive Formschläge. Also negativ heißt unten den Kern, positiv heißt oben die Formnest. Ne, Kern ist oben, Formnest ist unten. Gelb. Gelb ist bei der Wende. Gelb Farbe haben, gelbe Farbe wir haben. Dann da gibt es ein Problem. Also entweder Teil hängt, wenn der von dem Werkzeug rauskommt, oder irgendwas da stimmt nicht. Und zwar, das ist meistens mit der hier vom Schrägewinkel zu tun. Ich habe 6 mm gegeben, 6 Grad gegeben, und hier der Formschräganalyse testet alles oder analysiert alles mit 3 Grad. Deswegen, ich habe kein Problem. Bestätigt das. Die sind immer noch farbig. Ich brauche nur einfach Formschräganalyse ausschalten. Jetzt, nächste Befehl ist skalieren. Wir müssen unsere Teil skalieren, weil diese Kunststoffteile kommt so Werkzeug als flüssig. Also geschmolzene Kunststoff, und natürlich wenn diese Flüssigkeit Form nimmt und verhärtet, dann da wird auch entsprechende Maßänderungen geben, und das müssen wir auch berücksichtigen. Das ist immer unterschiedlich, in welchem Material, welche Maschine, welches Werkzeug und. Ich habe hier 1,01, also 10%, wie wir gesehen haben, oder habt ihr gesehen, hier Teil ändert sich, wird größer. Also diesen Unterschied haben wir auch berücksichtigt. Und jetzt kommen wir Trennfugen. Bei den Trennfugen müssen wir hier Formschräganalyse einschalten.
und wird natürlich nochmal analysiert. Positiv könnte Problem geben, negativ und Spreizen. Blau ist neu hier. Spreizen heißt diese blaue Linie. Das ist meine Trennfuge. Also die Flüssigkeit, wenn die im Werkzeug drin ist, dann übrig gebliebene Abfall, sagen wir so, das muss hier raus. Deswegen brauchen wir diese Linie. Hier ist automatisch alles gewählt von SolidWorks, Trennfugen. Bestätigt das und dann ich habe diese blaue Linie. Und danach Verschluss Oberflächen ist ganz wichtig. Wir müssen das hier einseitig hauchdünn zumachen. Hat auch automatisch erkennt, bestätigt das. Und hier oben ist so und unten ist, sagen wir, unterste Teil ist noch auf. Also hauchdünne Oberfläche. Der nächste Befehl ist Trennoberflächen. Jetzt sehen wir dann auch diese Abfallstücke oder diese Oberfläche. Und das, aber vorher, ich muss meine Werkzeug zeichnen. Und zwar hier mit Mitte Punkt Rechteck. Okay. Und bemaße ich das auch mit 120 mal 150. Okay. Und bestätige das. Jetzt Trennoberflächen. Diese Oberfläche muss größer sein als mein Werkzeug. Und dieses Viereck, Rechteck, ist es meine Werkzeug, gleich, die ich von diesem Viereck machen werde. Deswegen hier müssen wir bei der hier größer machen. Kann ruhig groß sein. Das ist verrundet. Ich kann auch andersrum machen. Hier die Änderung kantig oder Verrundung und bestätigt das. Jetzt komme ich Kern, Form, Nest, Volumen, Körper. Ich sage, wähle eine Ebene oder Kante oder Skizze. Ich habe meine Skizze gewählt. Normal hier kommt immer 10 mm, 10 mm. Und kann ich entweder von der Feile oder einfach hier selber eingeben. Unten genauso. Und bestätigen. Jetzt hier, ich habe drei verschiedene Volumenkörper. Und zwar, das sehe ich hier. Trennfuge, mein Teil, Kern ist unten und Kern ist oben und der andere. Ich kann auch hier Name ändern. Das ist untere Teil, obere Teil und hier ist erstmal Probe. Okay. Jetzt haben wir alles. Jetzt komme ich auf den Volumenkörper mit rechter Maustaste und Körper speichern.
Ich habe jetzt drei Körper und das möchte ich. Ein Teil wurde noch nicht gespeichert. Ich muss erstmal Teil speichern. Speichern unten, runter. Inhalt, Guss und Probe. Speichern. Jetzt Volumenkörper, Körperspeicher. Die erste Oberteil, zweite Unterteil, dritte ist Probe 1. Jetzt komme ich runter. Baugruppe erstellen. Durchsuchen, inneren Guss und speichern. Dateiname. Montage. Speichern. Wenn ich jetzt hier gucke, erstmal bestätigen. Alles ja. Dokumente neu aufbauen, ja. Und hier, jetzt Montage. Ist hier gekommen, erstmal diese Probe 1. Speichere ich. Fenster Montage. Jetzt kann ich hier Explosion Ansicht das hoch. Also wir haben jetzt alle Körper hier gespeichert. Jetzt komme ich runter. Baugruppe erstellen, durchsuchen. Hier hatte ich eine, jetzt ich habe hier die alle Körper gespeichert und jetzt komme ich schon da Baugruppe erstellen, durchsuchen. Und hier schreibe ich erste Teil. Und speichern. Das bestätigt. Dann kommt natürlich neuer Aufbau und so weiter. Dann sagen wir alles ja. Und jetzt hier bei der unter Fenster, erste Teil. Also meine Teil ist jetzt in Baugruppe. Ich kann jetzt hier kommen und mit Explosionansicht, okay, ich möchte sehen, wie das aussieht. Das sehen wir hoch. Und das sehen wir runter. Und diese Teil sehe ich einfach bisschen noch runter. Okay. Bestätigen. Und jetzt erster Teil war nicht, das war nicht, das war hier Completion Manager und Explosion Ansicht. Da rechte Maustaste. Explosion an sich der Bewegungssimulation aufheben. So sieht jetzt unser Teil mit der Produktion. Ich kann das auch bei der Bewegungsstudio eine aufmachen. Ja. Und hier Bewegungssimulation Assistent. Ich möchte diese Teil auflösen. Weiter. In 4 Sekunden, ja. Startzeit ist 0. Okay. Fertigstellen. Und jetzt komme ich nochmal drauf.
Das nicht. Simulation hier. Jetzt Explosion an sich aufheben. Weiter. Hier Startzeit ist 4. Fertigstellen. Machen wir es ein bisschen kleiner. Und jetzt hier Action. Und wieder zurück in 8 Sekunden. Das haben wir auch gesehen. Die noch ein ich da zeigen möchte, und zwar komme ich hier die fangen wir mit unteren Teil an. Körper verschieben, kopieren. Körper so verschieben. Hier. Und verschieben mit Punkt von da bis dahin. Und zwar viermal. Okay. Und das speichere ich so. Und komisch obere Teil. Genauso. Diese Körper und der Punkt ist dahin und viermal. Das speichern auch. Und jetzt kommt mein Teil. Das genauso, diese Teil. Aber jetzt, ich muss. Das ist ja kleiner als die anderen, also das, die Maß ist auch ein bisschen anders. Deswegen komme ich jetzt bei der Z-Achse und schreibe ich 150. Ich hoffe, dass 150 ist. Wir müssen das kontrollieren. Fenster, Probe. Meine Skizze ist 120 auf 150. Also, da haben wir Fehler gemacht. Probe 1, Körper verschieben, Feature bearbeiten und 120. Und zwar viermal. Das speichere auch. Und jetzt öffne ich erste Teil. Ja, alles ist aktualisiert. Jetzt ich habe alles so. Und wenn Explosion an sich animiert,